Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part habt ihr es gesehen, ne? Unsere schlimmsten Feinde. Echsenmenschen. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ich möchte jetzt mehr oder wir wollen jetzt mehr über die erfahren. Okay, Mendoza kann schon mal nichts sagen. Dann muss ich wohl zu den Magiern, wa? Ich hab gedacht, Mendoza sagt uns schon was über die. Jetzt ist die Frage, ob die Magier überhaupt alle wach sind. Oder? Doch. Ey, Ignatius. Wow. Wirklich nicht? Kannst du hier was drüber sagen? Haben wir die überhaupt schon alle benutzt? Nö. Haben wir noch nicht. Text handelt von magischen Sprüchen. Nice. Hier waren wir noch gar nicht. Alchemietisch. Okay, und ein Ruhmpult. Ein Bett ist schon mal nice. Wer pennt denn hier? Ist das vielleicht Mendozas Schlafplatz? Anscheinend pennt hier keiner. Gut, dann penne ich da jetzt. Eine Schatztruhe, nice. Oh, weia. LOL! Was für ein Glück, Alter, wie viel Gold da drin ist. Nice. So. Jetzt fängt der Hund wieder an, da unten zu kläffen. So, Heiltränke mitnehmen. Dann versuche ich mal ein bisschen lauter zu sprechen. Was können wir denn hier noch alchemieren? Gut. 5 Wein. Gut, dafür könnten wir hier Wein gebrauchen. Da würde ich schon was gerne machen, ne? 5 Stück, Alter. Gut, Wein brauchen wir dafür auch, aber Wein können wir uns ja überall gefühlt kaufen. So viel Wein, wie wir verkauft haben. Gut zu wissen, dass man da unten hin kann. Da unten sollten wir nicht reinspringen, glaube ich. Wir sind da zwar schon mal fast unten gewesen, aber da sollten wir nicht reinspringen. Ja, ich versuche jetzt nochmal alle hier anzusprechen, alle Magier. Vielleicht kann mir ja einer trotzdem dazu was sagen. Vitus, Cyrus und Pallas haben wir noch. Wo ist denn Cyrus? Hey, wo ist Cyrus? Das gibt's nicht, dass du mich überholt hast. Gibt's doch. Verdammter Mist. Zu wissen. Ah ja, und hier. Gibt's was? Wie hieß er nochmal? Iluma. Nee. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Sag mal, wo ist denn Cyrus? Geh lieber trainieren. Ja, komm, geh mir nicht auf den Sack, Kollege. Cyrus scheint auch eher so Semi-Bock zu haben. Du musst weiter. Mhm. Ah, guck mal. Wie Pallas ist das, okay. Ne. Ich will den. Dann brauchst du zunächst einmal den. Okay, das sind anscheinend Quests, die können wir auch machen. Ich hab den Kristall magisches Geschoss. Sehr gut. Nice. Ich werde dich unterrichten. Immerhin, ne? Erfahrung, 50 Stück. Ja, Pallas, wow, warum könnt ihr mir denn nichts über die Echsen sagen? Oh Mann, ey. Gut. Ich würde sagen, ab zum Osttempel teleportieren. Ey, Paul, guck mal. Und dann. Na gut, diese nehmen wir hier. Und dann da hoch. Weil dann geht's zu den Gnomen, die wir machen wollen. Weg hier, ich habe keinen Bock auf düster gerade. Das war mir gerade schon düster genug. Gnomen und wie sie alle heißen. Ich mach mal einen Quick Save, falls ihr wisst ja schon. Ich hoffe, dass ich dann wenigstens die Aufnahmedateien retten kann. Falls mir das mal mitten in der Aufnahme abschmiert. Was haben wir denn da? Sieht aus wie so ein Grab. Ja.
Einfach nur komische Steine. Oder? Können wir was mitnehmen? Nö. Boah, nicht im Ernst, oder? Nicht schon wieder. Boah, hängt schon wieder für manchmal, ne? Kommt mir jetzt ein bisschen oft vor. Ich hatte das früher nicht so in Erinnerung. Kann aber auch sein, weil ich jetzt noch gründlicher gucke. Gut, dass wir gerade gequicksaved haben. So. Das kannten wir. Nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Das passiert jetzt nicht gerade wirklich, oder? Echt? War das der Startschuss dafür? Boah, ich hab's befürchtet, ne? Fuck. Echsenmenschen. Die waren hier vorher definitiv noch nicht. Gut, aber das, mit dem können wir die schon mal zumindest einfrieren. Mit unserem Wissen. Boah, die sind so übel, ey. Ohne Spaß. Die sind so übel. Die schlagen so schnell zu. Das ist der Shit. Das ist ja der Obershit. Wie schnell die zuschlagen. Kommt mal her, ja, Kollegen. Schon Priester gekillt. Wo ist denn das Problem jetzt mit denen hier? Ja, 180 Erfahrungspunkte. Einer, ne? Einer, 180. Der Priester hat 250 gegeben. Ah, ist schon awesome. Die schlagen aber teilweise so schnell zu, das ist ekelhaft. Das ist, man kann teilweise nichts machen, weil das ist so schnell. Boah, ich will... Perfekt. 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 So, komm her, du dreckiger... Lol. Die sind auch so schnell. Ohne Spaß. Ihr merkt, wie ekelhaft die sind, oder? Ja, Echsenschwert. Teleportstein, Südostküste. Jetzt wisst ihr, wo wir die Teleportsteine alle herkriegen werden. Mhm. Das werden nicht die einzigen gewesen sein. Und schaut euch das Echsenschwert mal bitte an. 50 Klingenschaden. Das sind zwei Herrenschwert und die tragen es einhändig. Also ihr wisst, wie stark die auf Schwertkampf geskillt sind quasi. Mhm. Ich weiß, das ist nicht schön. Aber was muss, das muss. Und ja, so werden wir die Teleportsteine kriegen. Die werden jetzt hier teilweise in der Welt gespawnt sein, teilweise kriegt man auch keine Teleportsteine, sind quasi nur Gegner teilweise. Aber größtenteils kriegen wir von denen dann Teleportsteine, wenn wir die so in der Wildnis finden. Würde mich mal interessieren, ob wir jetzt die Quest haben, ob wir jetzt wissen, wo alle sind? Nee. Also wir müssen die Welt wirklich bereisen. Zumindest wenn wir an neuen Orten sind, müssen wir die ja bereisen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dann werden wir die schon finden. Und ihr habt gesehen, es bleibt auch nicht mal bei zwei. Es können auch mal ruhig zwei Krieger sein, also zwei normale Echsenmenschen und ein Priester. Das ist durchaus auch möglich. Und hier sind schon wieder zwei Echsenmenschen, sind nur zwei hoffentlich. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie jetzt was haben an Loot. Und ihr habt gesehen, wie wir die gerade eben nur besiegt haben, ne? Durch einen engen Gang. Das ist ein bisschen blöd. Ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie lange die eingefroren bleiben. Hat doch schon eine Zeit lang, war. Komm, rauf da. Dass wir zumindest den einen da jetzt down kriegen, weil zwei so schnelle Gegner, das ist so mies, Alter. Die Viecher sind so gemein. Boah, ich hasse diese Echsen, ne? Ohne Spaß, ich hasse sie. Die sind zwei auf einmal und dann so schnell. Das ist einfach nur ekelhaft. Da muss man echt richtig gut mit dem Zauber arbeiten. Deswegen habe ich auch den Frostdings genommen, weil ich den am meisten dadurch mag. Weil man den einen halt einfrieren kann. Gut, der eine ist tot. Das Schwert ist irgendwo ins Nirvana geflogen. Ja, genau. Fuck you, du Hurenkind. Schaut ihn euch an. Er hat einfach... Wie, einfach. Einfach, einfach. Wenn es einfach, einfach ist, denkt er sich. Was eine Hure, ne? Was eine richtige, dreckige Hure. Hasse die Echsen. Ohne Spaß, ich hasse sie wie die Pest. Ja, guck mich nicht so hässlich an. Drecksvieh. Komm. Ja. 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 Ja.
Ah, wir müssen eigentlich bei denen damit mehr arbeiten, mit dem Ausweichen, mit dem Blocken, das bringt nicht so viel und dann angreifen. Alter, ich hasse diese Echsen. Tja, wo sein Schwert hingeflogen ist, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Kein Teleportstein, sag ich doch. Fuck. Ja. Echsen sind einfach nur uncool. Und wie gesagt, das waren nicht die letzten. Gut, dass wir uns gleich um Gnome kümmern. Weil ich habe nicht wirklich Bock auf Echsen gerade. Ich hoffe, da sind jetzt keine nachgespawnt. Das wäre maximal uncool. Gut ist, man hört sie ja teilweise schon recht gut sogar in Höhlen. Ja, und ihr merkt halt, ne? Die haben halt auch noch eine Haut als Schutz, also ihre Echsenhaut, Reptilienhaut, ihr kennt das ja bei Reptilien. Die haben teilweise schon echt guten Schutz, ey. So, jetzt muss ich mal irgendwas umstellen. Meine Membran ein bisschen richtig hinstellen. So, da haben wir alles gelootet. Raus hier, einfach nur raus. Richtig null Bock gerade auf Düsterheit. So, wir kümmern uns jetzt um die gestohlene Kristallscheibe. Da. Wir haben 3 von 5, ne? Das heißt, da ist noch eine. Und die kaputte von Eldrick, genau, dann haben wir 5 von 5. Das ist correctly. Sehr schön. Da wäre es doch zum Tempel irgendwie gegangen. Interessant. Tja, dann wollen wir uns mal um Gnome kümmern. Ja, lol. Rupert. Ich hab schon gedacht, das wäre ein Gnome. Lol. Wir machen mir mal hier Keulen, ne? Können wir ja schon verkaufen, Heringe und so. Das müssen wir alles mal braten, damit wir es verkaufen können. Weil ganz ehrlich, die Hähnchenkeulen, die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr fürs Heilen und so. Und die Heringe brauchen wir auch nicht mehr. Hm, riecht schon mal nicht schlecht. So. Genau. Auf da. Und Rupert, hallo. Hast dich wohl verlaufen, was? Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Ja. Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ach ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Girga befreien. Girga? Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Okay. Was weißt du noch über den Girga? Das fragst du genau den Richtigen. Ich bin hier nämlich der Girga-Experte. Keiner sonst kennt die schrecklichen Dinge, die ich dir über ihn erzählen kann. Weißt du was? Behalt's für dich. Ich werde dir helfen, den Girga zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Das wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Girga irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Hm. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Echt? Okay. Was kannst du mir über die... Gut zu wissen. Komm mit. Echt, wir kämpfen jetzt mit dem um Girga? Tja, die Legende vom Girga.
Das heißt, wir haben jetzt echt einen Kameraden, während wir die Gnome bekämpfen müssen. Das ist ja nice. Ja, der Gürger. Angeblich der Anführer der Gnome. Ich bin mal gespannt, wie er aussieht. Ich weiß, wie er aussieht. Aber ich muss ja mal ein bisschen, ne? So ein bisschen Action und so. Hey, Gnome. So, und hier werden wir hoffentlich jetzt unsere letzten Werkzeugbeutel finden. Nice, wir kriegen auch alle Erfahrung, weil er in unserer Gruppe ist quasi. Ja, mach du mal da. Ich loote mal hier, ne? Kollege. Greift er mich immer noch an? Warum greift er denn nicht den Rupert an? Sehr schön. Wolltest du den gerade looten? Ihr hört's. Ihr hört's. Ja, da oben ist eine Dings. Rupert, kann ich dich mal missbrauchen? Also, Moment. Das hat sich jetzt sehr falsch angehört. Rupert, komm mal her. Komm mal her, Rupert. Wir haben doch jetzt mittlerweile ein stärkeres Schwert und so, ne? Wir sind ja auch ein bisschen stärker geworden. Alter, wir machen dem Ding quasi immer noch nichts an Schaden. Das Ding blockt aber auch nicht, ne? Ne, blitz einfach nicht. Warum? Weil es einfach fucking badass ist, diese Aschebestie. Komm, ich will sie umlegen. Ich will die Kiste haben. Ist Rupert unverwundlich? Unverwundbar? Ey, wir haben sie schon über halb down. Komm, Rupert. Ich glaube, ja, jetzt werden die nämlich, ich glaube nämlich, so war das. Wenn die über Hälfte down sind, werden die wütender. Da bist du perfekt, Aschebestie. Ja, perfekt, das müssen wir nutzen. Hier, komm. Wir hauen sie um. Komm, Alter. Jawohl, 300 Erfahrungspunkte. Bestienfell, Asche, Bestienherz. Okay, er hat sich gerade geheilt. Schatztruhe. Was ist da drin? Und nochmal von vorne. Nice, unsere erste Aschebestie erledigt. Und nochmal. Alleine, unvorstellbar, noch. Mal von vorne. Links, rechts, links, links. Links? Dietrich ist hin. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Natürlich nicht. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Jawohl. Sehr schön. Kann ich mir besser merken. So, wow, da war jetzt aber nicht der Shit drin. Nice, Kumpel. Danke für die Hilfe. Allein hätte ich das nicht geschafft. Der Rupert gefällt mir. Schauen wir mal. Nette Ausbeute. Was da noch so kommt. Nee, wir sollten uns nicht trennen. Das war wirklich eine nice Arbeit hier, Kollege. Kommst du? Sehr gut. Ja, drei Werkzeugbeutel brauchen wir noch. Leider keinen gefunden gerade bei denen, aber gucken, vielleicht bei denen. Häuptling da hinten. Du hast keine Chance gegen uns. So, rauf auf die Gnome. Komm mal her hier, Rupert. Gehst du auf den Häuptling? Gut, dann gehe ich auf die Gnome. Sehr schön. Auf diese kleinen Hutzelgnome hier müssen wir höllisch aufpassen. Die sind saugefährlich und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Gut, kann man auch mit Bindestrich schreiben. Ich habe es im einen Part nicht mit Bindestrich geschrieben. Aber ist ja auch egal. Wir sind ja keine Grammatikhuren. Wobei das schon im Part, in so einem Part sollte das, glaube ich, schon meiner Meinung nach Rechtschreibfehler sollten da nicht drin sein. Aber ich finde, das schreibt man nicht mit Bindestrich. Obwohl es Sinn macht auch, aber meiner Meinung nach schreibt man es nicht mit Bindestrich. Ja, die kleinen Gnome hier, genau, aber wir nehmen sie trotzdem mal mit. Ihr seht, man müsste sie nicht mitnehmen. Wir hätten jetzt auch hier vorbeilaufen können. Aber ganz ehrlich, erstens ist das freie Erfahrung. Level up, seht ihr. Und zweitens brauchen wir die Werkzeugbeutel noch. Ja, Chinaleam. Ich glaube, ich bin damals hier hingekommen. Da fehlte mir noch einer und den habe ich ziemlich am Anfang gefunden. Und da habe ich die zuerst, glaube ich, alle gar nicht gemacht, die Gnome. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube es. Und warum finden wir hier so wenig Werkzeugbeutel? Das gefällt mir nicht. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwo eine Waffe auf dem Boden liegen? Nö. Ich möchte mal eben eine Mana-Pflanze und eine Heilpflanze essen.
Ah, komm, noch einer helfen, dass er geht. Sehr schön. Dann müssen wir nicht Tränke verschwenden, deswegen. Wir haben zwar viele, aber ey, ganz ehrlich, ich glaube, die brauchen wir alle noch. Wölfe! Oh. Das sind aber gar nicht so wenig Wölfe. 4 Stück. Aber normale, oder? Nee, schwarzer. 4 schwarze Wölfe. Oh, das ist interessant. So, erster ist down. Meiner. Du hast 2, ich habe 2. Komm, ich helfe dir mal eben. Weil du wirst ja gerade hässlich eingekreist. Aua. Oh, das ist Erfahrung. Nice. Hey. Oh, nein. Ach, die können wir gleich angreifen, ja. Mit Kollegen hier. Nice. Haben sie wohl wahrscheinlich rausgenommen, weil er sonst tatsächlich einen Aggro auf uns bekommen hätte. Was ist da oben denn eigentlich? War das da mit der Aschebestie da oben? Ja, war das da oben? Hätten wir hier runterspringen können von da oben? Das will ich eben checken. Ich meine, wir können ja da gleich wieder runter, aber... Das war da oben mit der Aschebestie? Ernsthaft? Kommt er uns eigentlich hinterher jetzt, der Rupert? Rupert? Nee, war es nämlich nicht. Guck mal, eine Ogerwurzel. Nice, kommt er uns hinterher? Tatsache, kommt uns echt hinterher gesprungen? Ah, doch, war doch hier. Ups, habe ich wohl übersehen. Komme ich da hoch? Nee. Da würde ich hochkommen auf den einen Vorsprung, aber da ganz oben nicht. Sieht so ein bisschen so aus. Ja, hätten wir die Gnome tatsächlich umgehen können, aber wie gesagt, wir brauchen noch 2 Werkzeugbeutel. Wir können jetzt echt langsam mal droppen, ja. 2 Stück brauchen wir noch. Wo ist denn der Rupert? Wird der hier hingeportet zu uns, oder was? Oh, der läuft jetzt nicht wirklich außenrum, der Kollege, oder? Alter, wirklich? Really? Dude, really? Komm her. Hier läuft? Sieht lustig aus. So. Weiter geht's. Auf zum Görger. Wo auch immer der ist. Ah, das sind Gnome. Werkzeugbeutel-Chance. Zumindest ein Häuptling ist da. Da rechts gehen wir natürlich auch nochmal hoch. Nur ein Häuptling? Ja. Tja, jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden. Es ist seltsam. Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden es ja bald erfahren. Geh weiter. Ja, werden wir gleich sehen. Aber wenn du sagst, lass nach Norden gehen. Machen wir was? Genau. Wir gehen nach Osten. Ganz ehrlich. Ich will wissen, was da ist. Einen kalten, eine Heldenkrone, das hat sich schon mal gelohnt. Hat sich schon mal gelohnt. Höhle? Hey, du. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Du, weißt du was, das ist mir sowas von egal. Hinder, Pussy. Oh Gott, Echsen? Nee. Doch. Indirekt eine Echse. Eine Donner-Echse. Das ist ihr Hinterteil, ne? Ich glaube, da machen wir keinen Schaden. Können wir dich schon einfrieren? Nee. Jetzt kann man sagen, jo, Zeitverschwendung. Nein, das war keine Zeitverschwendung, ganz ehrlich. Oh, nice Schaden machen wir den. Lol, was geht denn mit dem Hund? Und der Hund fängt richtig an zu kläffen. Meine Fresse, geht der Hund mir auf den Sack. Ich hoffe, das hört man gerade nicht so laut. Schön, 160 Erfahrungspunkte nehmen wir doch mal einfach mit. Ach doch, hier geht's doch weiter. Guck mal, eine Donner-Ex haben wir aus dem Weg geräumt. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Okay, da würden wir runterfallen. Das wäre nicht so schön. Pass auf, Kollege. Weiß ja nicht, wie schlau die KI hier so ist. Achso, aber davon da sind wir gekommen gerade, ne? Wie der Hund gerade abgekläfft hat, ey. Meine Fresse. Er ist noch ein Baby, ist noch 4,5 Monate ist er alt. Der erkennt gerade so seine Stimme. Ach doch, komm doch hier hoch, oder was? Hm, Moment mal eben.
Du wartest mal bitte eben hier. Ich möchte nicht, dass du runterfällst. Warte hier. Warte hier. Lol, nicht wirklich, oder? Ah, gut, keine gute Idee. Gut, ich würde sagen, dann erkunden wir im nächsten Part mal den Weg hier weiter und gehen dann im nächsten Part hoffentlich schon zum Gürger. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Also bis dahin, Freunde, habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat der Part wie immer gefallen. Ich mache einfach mal einen Screenshot, weil ich es kann. Ich würde natürlich F8 drücken. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Freunde. Ciao.